Das ist schon tatsächlich auch für mich echt lange her, dass ich diese beiden Screens gesehen habe. Das Spiel ist auch von 2012. Ich glaube, da habe ich das letzte Mal gespielt. So, drück schon mal auf Start. Dann haben wir schon mal den Bildschirm. Wir streamen heute Pokémon Conquest. Während ich jetzt so ein bisschen was erzähle, wird das Intro gleich sowieso sich nochmal melden. Das werde ich dann nochmal wegdrücken, weil das Intro kommt gleich sowieso nochmal. Und ich möchte da nichts vorwegnehmen. Ich möchte erst wie immer euch volllabern, weil kein Projekt und dass ich vorher erstmal eine Lebensgeschichte erzähle. Man kennt es schon. Ansonsten, wenn es einen nervt bei den Let's Plays, früher kann man einfach die ersten 5 Minuten skippen. Man verpasst nichts außer mein Gelaber. Dinge, die sich nie ändern werden. Ja, Pokémon Conquest habe ich damals, 2012, zum ersten Mal gespielt, nachdem ich eigentlich recht zufällig davon erfahren habe, weil das Spiel ist bei uns ja tatsächlich nie rausgekommen. Also, Pokémon Conquest hat es bis in die, ich glaube, Benelux-Länder geschafft, mit englischer Sprachausgabe, aber nie zu uns. Was ich tatsächlich natürlich sehr schade finde, aber auch ein bisschen unverständlich, weil damals eigentlich so ziemlich alles auch zu uns gekommen ist aus der Pokémon-Reihe. Und das war so das erste Spiel, wo ich wirklich das Gefühl hatte, okay, das haben sie irgendwie so ein bisschen übergangen. Sie werden ihre Gründe gehabt haben, vermutlich. Aber ich fand das halt schon echt schade, weil ich das Prinzip super cool finde. Ich finde, es ist ein richtig schönes Spin-off, quasi ein taktisches Pokémon-Spiel, so eine Mischung aus Pokémon und Fire Emblem, beziehungsweise ein sehr, sehr, sehr simples Fire Emblem. Also das finde ich schon schade, dass es hier nicht rausgekommen ist und dementsprechend wahrscheinlich viele Leute das Spiel auch gar nicht, ja, gespielt haben. Ich habe es dann damals zufällig irgendwo entdeckt und habe dann gesagt, okay, ich spiele das mal für mich privat und habe es dann auch kurz danach Let's Play. Das ist jetzt quasi schon 9 Jahre her. Und es ist damals wie so eine Bombe eingeschlagen, weil gefühlt niemand das Spiel vorher Let's Played hat. Mittlerweile ist das anders, aber damals war das doch eigentlich ein sehr beliebtes Projekt, auch wenn es qualitativ natürlich nicht ganz so hochwertig war. Ja, bitte, Jan. Hast das, wo irgendjemand mal einen Teil von deinem Let's Play verwendet hat, Ja. in irgendeinem Video? In irgendeinem etwas größeren Livestream haben sie über Pokémon-Spiele gesprochen und für Conquest dann Ausschnitte aus meinem Let's Play genommen. Ohne mich zu fragen, aber okay. Also, ne, die ganzen Conquest-Let's Plays kamen meistens erst später. Also ich war da so mit die Erste eigentlich, was ganz cool war. Nur jetzt, ne, wie gesagt, so 9 Jahre später, kann man es, denke ich, auf jeden Fall nochmal neu auflegen im Livestream, weil ich es ja auch ewig nicht mehr gespielt habe. Ich muss auch dazu sagen, ich kann mich an sehr vieles nicht mehr erinnern. Also damals im Let's Play war es noch alles sehr frisch, deswegen wusste ich halt alles. Hier, ehrlich gesagt, nicht mehr so viel. Deswegen ist es auch so ein bisschen erstmal wieder alles neu entdecken, wie funktioniert das eigentlich alles und sich erstmal so ein bisschen reindenken. Das Spiel ist komplett auf Englisch. Ich werde versuchen, das so ein bisschen sinngemäß für euch zu übersetzen, aber das Englische ist eigentlich recht einfach. Deswegen kann man, glaube ich, auch so ganz gut mitlesen. Und wir spielen erstmal ganz entspannt die Hauptgeschichte durch, aka das Tutorial und die 100 Stunden an Afterstory, die man hier noch reinstecken könnte. Wahrscheinlich eher nicht. Aber die Hauptgeschichte auf jeden Fall. Habe ich sonst irgendwas vergessen? Ach ja, dadurch, dass ich mittlerweile recht viel Fire Emblem, da wollte ich noch gar nicht draufklicken, recht viel Fire Emblem-Erfahrung habe, bin ich mal echt gespannt, wie ich Conquest jetzt finden werde. Weil damals habe ich überhaupt keine Erfahrung gehabt mit Strategiespielen, da habe ich überhaupt keinen Vergleich gehabt. Deswegen bin ich mal echt gespannt. Aber ja, ich freue mich auf jeden Fall darauf, das mal mit euch zu spielen. Ich hoffe, ihr auch. Ist natürlich im Livestream noch mal so ein bisschen was anderes als im Let's Play. Ja, bitte. In einer Stunde so, ich breche das ab, ich kann das nicht spielen. Spiel mir lieber ein bisschen Fire Emblem Fates. Ah, mal gucken. Aber ja, ich glaube, das wird ganz cool. Ich mag auch den Stil von dem Spiel total gerne, weil einfach alles so japanisch angehaucht ist. So, wir haben einmal den jungen Herren hier, der ziemlich cool aussieht. Und das Mädel, was ich auch super schick finde. Ich finde das Design so hübsch. Sieht auch wie du. Was ist eigentlich das da unten am Rand, was noch zu ihrem Artwork gehört, unter dem Zopf? Fuß, weil sie gerade im Sprung ist. Eventuell. Aber ich finde die Designs so hübsch. Wer von euch kennt denn das Spiel eigentlich nicht? Hand hoch. Aber ja, ich finde die Designs richtig schön. Ich finde das Spiel generell richtig schön. Bin mal gespannt, an wie viel ich mich noch erinnern werde. Ich kenne es nicht, nur vom Namen her. Ja, doch, so ein paar Leute, die es noch gar nicht kennen. Dann bin ich mal sehr auf eure Eindrücke gespannt. Schön, eure ganzen Eindrücke gerne in den Chat schreiben. Das interessiert mich immer total. Dann
Intro-Time, wobei mein Name fehlt wahrscheinlich noch. Ja, ich bin ein Mädchen. Ja, aber danach ist Intro-Time. Ich könnte jetzt auch mit meinem Finger natürlich, aber machen wir mal so. Also mit meinem Finger in Anführungszeichen machen wir uns nichts vor. Ich spiele das hier gerade nicht auf dem DS, aber passt, denke ich, auch so. Das ist okay. So, das Intro finde ich übrigens auch sehr, sehr schön. Deswegen, let's go. Sie hätten es gerne auf den unteren Bildschirm packen können. Aber okay. Das habe ich jetzt auch nicht mehr im Kopf gehabt, weil wie ihr gerade seht, der untere Bildschirm ist der, wo sich eigentlich alles drauf abspielt. Deswegen habe ich den auch schön groß gemacht. Gut, dass das Intro komplett auf dem oberen Bildschirm jetzt ist, ist ein bisschen dumm gelaufen. Aber naja, mussten wir alle etwas näher an den Monitor ranrücken, dann hat es auch gepasst. Wenn es im Let's Play gewesen wäre, hätte ich es einmal umgestellt, aber... ja, jetzt im Stream, denke ich, passt das auch so ganz gut. Aber es ist auf jeden Fall ein schönes Intro mit schöner Musik. Und auch so da das Schloss im Hintergrund, das sieht schon alles richtig schön aus. Das Königreich von Aurora. Da bin ich mit meinem süßen Evoli. Pummeluff ist not amused. So, das hier ist also Auroras neuer Samurai. Ist das ein Evoli? Dieses Pokémon sieht man hier in der Gegend normalerweise eher selten. Die Animation ist super. Hey, du! Du bist Svenja, oder? Auroras neuer Samurai? Wir sind aus Ignis. Das ist das Königreich direkt nebenan. Und wir sind gekommen, um dich zum Kampf herauszufordern. Ich gebe zu, die Übersetzung von Warlord zu Samurai kommt wahrscheinlich dank One Piece. Ich bin da ein bisschen beeinflusst worden, aber passt ja. Los geht's, Floink! Und Bidiza. Ich werde dieses Königreich bis zum bitteren Ende verteidigen. Mit meinem Evoli. So, Sieg, alle Gegner besiegen und besiegt werden. Naja, wenn Evoli drauf geht. Das finde ich irgendwie auch richtig cool, dass man dann sieht, wie die wirklich anstürmen. Und dann kommt diese Einblendung und dann die Siegesbedingungen und die Niederlagebedingungen. Man hat dann quasi auf dem oberen Bildschirm meine Armee mit der Stärke, die ich habe. Die gegnerische Armee, in diesem Fall ist es die von Hideyoshi. Man sieht, wo es stattfindet, man sieht, wie viele Züge man noch hat und man sieht das Kampffeld. Also alles Wichtige quasi auf einen Blick, aber die Kämpfe sind eben auf dem unteren Bildschirm. Ja, der Soundtrack ist auch richtig gut. Die Artworks sind richtig gut und der Soundtrack auch. Wir haben 20 Runden. So, du bist ganz alleine. Das wird einfach werden. Aurora gehört schon so gut wie uns. Bitte, wartet. Ich kämpfe mit dir. Nun, je mehr, desto besser. Tut euch ruhig zusammen, das wird keinen Unterschied machen.
Also ich werde mir Mühe geben, das sinngemäß für euch zu übersetzen, aber wie gesagt, ich gebe mir alle Mühe, aber so natürlich so live im Stream, ne, es ist immer sehr viel leichter, Englisch zu verstehen, als es wirklich in einen vernünftigen deutschen Satz umzuformulieren. Aber ich denke, das Englisch hier ist auch leicht genug, dass man es beim Mitlesen eigentlich ganz gut versteht. Beziehungsweise bei mir ist es mittlerweile so, ich merke gar nicht mehr bewusst, dass es Englisch ist. Ich verstehe einfach, was da steht und gut ist irgendwie. Aber ja, die ganzen Charaktere, die ganzen Namen basieren natürlich auch auf echten japanischen Persönlichkeiten, so wie Hauke es gerade auch schon mal schreibt. Wenn ich die falsch ausspreche, tut es mir leid. Die kennt man teilweise auch aus anderen Spielen. Also die, wie heißt die Haupt-Warriors-Reihe? Samurai Warriors? Ja, da gibt es die zum Beispiel auch alle. Also die sind schon bekannt. In Neo 2 kommen die auch vor. Oder in Neo 2. Finde ich aber echt cool, dass, wie gesagt, alles so japanisch angehaucht wird. Ist es euer erster Kampf, Lady Svenja? Bitte, lasst mich euch helfen. Sie ist auch so hübsch. Okay, zuerst einmal Bewegung. Genau so. Da haben wir quasi unsere Reichweite. Okay, nun seid ihr dran, Lady Svenja. Wir wählen das Pokémon mit A aus, genau, und können uns dann bewegen. Und logisch, ne? Die Felder zeigen natürlich, wo sich Evoli hinbewegen kann. Und ich denke mal, es war vermutlich auch so, dass jedes Pokémon eine unterschiedliche Reichweite hat. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass manche Pokémon einfach weiterkommen, aber ich habe es nicht mehr so ganz im Kopf. Genau, und dann nochmal A drücken, um uns da abzustellen. Kennt man, glaube ich, generell auch aus diversen Strategiespielen. Und dann einmal Warten auswählen, um ja, da eben stehen zu bleiben. Alles sehr selbsterklärend. Ihr tut mir ja schon ein bisschen leid, gerade weil du gerade erst Samurai geworden bist. Aber du musst das Schloss schleunigst wieder verlassen, sagte er und ging ein Feld nach vorne. Wenn diese Leute unser Schloss einnehmen, dann wird Aurora... Na gut, überlass das mir. Pummeluff, Duplex-Sieb! Klatsch! Klatsch! Das hört sich voll dramatisch an einfach. Kümmert ihr euch um den anderen Typen, Lady Svenja? Das heißt, wir wählen unser Evoli aus. Stellen uns neben das Floink, offensichtlicherweise. Flupp! Ja, ich muss kämpfen. Das habe ich mir schon fast gedacht. Ich meine, das Spiel ist natürlich... Es ist manchmal ein bisschen langsamer und entspannter. Ich erinnere mich, dass es manche Schlachten gab, wo das echt ätzend war, dass alles so lange gedauert hat. Aber ja, es ist einfach ein entspanntes Spiel für zwischendurch, finde ich persönlich. Und ich sag mal, keiner erwartet, dass es wirklich so ein 1A-Strategiespiel ist. Es ist halt einfach ein Pokémon-Spin-Off. Also, ja. Es hat andere Qualitäten. Es ist jetzt nicht unglaublich tiefgründig und hat jetzt nicht so unglaublich umfangreiches Gameplay wie manche Fire Emblem-Spiele zum Beispiel oder Advance Wars oder was auch immer. Aber wie gesagt, es hat andere Dinge, die es echt gut macht. Und es macht auf jeden Fall Spaß. Ich möchte gerne voll nach vorne angreifen. Wir sehen auch oben unser Evoli, KP-Anzeige, Typ, die Attacke. Jedes Pokémon hat hier quasi eine Attacke. Zumindest aktuell. Ich weiß gar nicht mehr genau, ob sich das später irgendwie nochmal ändert, ehrlich gesagt. Das habe ich alles komplett vergessen. Aber wir haben auf jeden Fall unseren Ruckzuckhieb aktuell nur. Und darunter ist, glaube ich, unsere Spezialfähigkeit. Die kommt später noch zum Einsatz. Und wir sehen halt auch immer, wie viel Schaden wir machen. Und wir haben auch eine Genauigkeit. Also alles eigentlich recht simpel. Und in dem Fall, da das Floink nur 10 KP hat, wird das ziemlich wehtun. Aurora, das Schloss von Aurora wird niemals fallen. Du bist stark. Viel stärker, als man uns gesagt hatte. Was machen wir jetzt? Lord Hideyoshi wird ganz schön böse sein. Egal, lass uns einfach von hier verschwinden.
Gut, dass ich nicht alleine damit bin, dass ich alles vergessen habe. Deine Verbindung mit Evoli, Lady Svenja. Sie ist bereits so stark. Vielleicht bist du ja diejenige, ja, die große Dinge vollbringen wird. Und wir haben sogar noch ein bisschen Link dazugekriegt. Nice. Schön. Ich denke, viele von euch haben doch bestimmt, was heißt viele von euch, ein paar von euch, haben doch bestimmt damals das Let's Play geguckt oder auch irgendwann später danach geguckt und seitdem nicht mehr. Oder haben es zu Release gespielt und seitdem nichts mehr dazu gesehen. Dementsprechend, einiges ist hängen geblieben, aber vieles ist irgendwie einfach, das kommt mit der Zeit. Und die sind zurück nach Ignis gelatscht. So, wir haben das Schloss erfolgreich beschützt. Ihr seid ein Naturtalent, Lady Svenja. Oh, tut mir leid, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Ich meine, also damals habe ich, glaube ich, einfach Oichi gesagt. Ich bin mir aber recht sicher, dass sie sich eigentlich Oichi ausspricht. Glaube ich. Kann mir das irgendwer bestätigen? Dann würde ich nämlich versuchen, sie diesmal richtig auszusprechen. Nicht wie damals, wo ich mir dachte, ach, das klingt schön, das nehme ich. Aber ja, die junge Dame haben wir jetzt auch an der Backe. Ich bin auf einer Reise mit meinem Pummeluff. Aber wenn es euch nichts ausmacht... Ich würde gerne eurer Armee beitreten, Lady Svenja. Wäre das in Ordnung? Unterstützung nehme ich immer gerne. Vielen Dank. Als Kriegerin werde ich alles geben. Aber ich mache mir Sorgen. Scheinbar haben die Flammen des Konfliktes auch Aurora erreicht. Oh, das sieht so hübsch aus. Guck mal, die ganzen Pokémon. Und da ist Schnee. Da ist ein Wopsi. Ich sehe es genau. Seht ihr es auch? Es ist auf dem kleinen Monitor, aber trotzdem. Da ist ein Mopsi. Die Ransai-Region. Schöner Name übrigens. Ein Gebiet, das von Kriegern bewohnt wird. Und einige unter ihnen können wortlos mit den Pokémon kommunizieren. In Ransai gibt es eine Sage, die von Generation zu Generation weitergegeben wird. Wenn ein Samurai alle 17 Königreiche von Ransai erobern kann, dann wird das Pokémon, das Ransai geschaffen hat, sich offenbaren. Die Krieger in diesem Land glauben alle, dass das stimmt. Das treibt sie alle an. Der zweite von rechts könnte auch Ryoma sein, aus Fire Emblem Fates. Dementsprechend werden sehr viele Kämpfe ausgetragen, um zu bestimmen, wer die Kontrolle über die Königreiche von Ransai erlangt. Ist nicht eigentlich Ransai richtig? Vermutlich. Das sind, wie gesagt, so meine ganzen alten Aussprachen von früher, als ich irgendwie noch überhaupt keine Ahnung hatte. Da waren es halt wirklich Ransai und Oichi, weil ich wusste es halt einfach nicht besser. Ich habe so ausgesprochen, wie es da stand. Mittlerweile, wenn man sich so ein bisschen mehr auskennt, dann denkt man sich auch, okay, es ist eigentlich Oichi und wahrscheinlich ist es wirklich Ransai eigentlich. Ob ich immer dran denken werde, kann ich es euch nicht versprechen. Man hat sich das irgendwann einfach so angeeignet. Aber ich sag mal, die Aussprache ist ja jetzt auch nicht ganz so wichtig dafür, dass wir hier Spaß haben. Seht es mir nach. Lady Svenja, wenn wir dir helfen, das Königreich von Aurora zu verteidigen, dann müssen Pummeluff und ich noch viel stärker werden. Aber zuerst schauen wir uns doch das Königreich von Aurora ein bisschen an.
So, mit Save können wir speichern. Wer hätte das gedacht? Und wir können auch während den Kämpfen direkt speichern. Das ist ganz praktisch. Jetzt muss ich nur gucken, wo meine Knöpfe sind. Da haben wir auf jeden Fall schon eine Übersicht. Da sehen wir mich und Luigi in Aurora mit unseren Pokémon. Wir können sogar schon mal so ein bisschen nach Ignis gucken, was ganz praktisch ist, um so ein bisschen zu sehen, wie stark die eigentlich sind. Das Pizza hat so richtig keinen Bock. Okay. Wo hab ich... Ach, da ist mein Menü. Da ist die Galerie, da sind die Spieleinstellungen. Und was man sonst eben alles so braucht. Was sind denn Settings eigentlich drin? Könnte es mal auf Fast setzen. Okay. Wir können mal alles, glaube ich, ein bisschen auf Schneller setzen. Ich glaube, es ist nie verkehrt. Ali, ein Mysterium. Oh, da ist sogar ein kleines Evoli beim Speichern. Oh, das ist so der Speicherspeed der vierten Gen gewesen. Okay. Dann gucken wir doch mal in unser Königreich rein. Was ist unter Info noch? Achso, das ist einfach die Übersicht. Pumulo ist auch bereit, alle umzunieten. Ja, ich finde das auch richtig schön, wenn sie nochmal ein zweites Spiel dieser Art machen. Gerade weil sie ja auch auf jeden Fall super viel noch verbessern können. So der zweite Teil von PMD, von Ranger und so, die haben ja auch immer was besser gemacht als der erste Teil. Deswegen, ich finde hier, das Spiel ist super, aber es hat natürlich auch noch Luft nach oben. Wäre das schon schön. Lady Svenja, da ist ein... Oh! Beweg dich. Du stehst mir im Weg. Tut mir leid. In der Nähe gibt es eine Farm. Ich bin mir sicher, dass es dort einige wilde Pokémon geben wird. Wir sollten ein bisschen trainieren. Okay. Wir gehen hin. Du darfst auch mit. Let's go. Genau das. Erstmal Bilitzer bekämpfen. Wir gucken, ob es jetzt ein bisschen flüssiger läuft, jetzt wo ich die ganzen Punkte hochgestellt habe. Ihr seid der Samurai dieses Königreichs, Lady Svenja. Pummelhoff und ich werden euren Befehlen Folge leisten. Also, was sollen wir tun? Die Pokémon deiner Verbündeten können genauso wie Evoli auch bewegt werden. Arbeitet zusammen, um den Sieg zu erringen. Das finde ich auch ganz nett, dass die keine eigene KI haben und dementsprechend kämpfen, sondern sich wirklich alle selber bewegen kann. Ich frage mich gerade nur... Ah, da kann ich rein und raus zoomen. Und da kann ich sogar drehen. Okay. Ich glaube nur, ich kann nicht die Reichweite der Gegner einstellen. Also ich kann es mir, glaube ich, angucken, aber ich kann es nicht einstellen. Bewegen wir uns erstmal langsam nach vorne. Also klar, so ein paar Funktionen vermisse ich mittlerweile schon. Ja, ihr gebt euer Bestes. Weil ich eben, ne, dadurch, dass ich auch viel Fire Emblem gespielt habe, ich glaube, ich habe Conquest 2012... Wieder mich weggecrittet hat, der Sack. 2012 gespielt. Und dann 2013 Awakening, also Fire Emblem Awakening. Und da habe ich dann wirklich auch viel Fire Emblem gespielt. Und dementsprechend, klar, man sieht es jetzt natürlich ein bisschen anders. Und vermisst vielleicht auch manche Dinge, von denen ich damals gar nicht wusste, dass es überhaupt eine Sache ist. Ne? Wisst ihr, was Fähigkeiten sind, Lady Svenja? Evoli hat eine, die sich Celebrate nennt. Und die von Pummelhof ist Lullaby. Fähigkeiten sind etwas, das jedes Pokémon besitzt. Diese werden automatisch während des Kampfes aktiviert, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind.
Du kannst dir die Fähigkeiten der Pokémon unter Info im Menü angucken. Oder oben steht's auch. Aber ansonsten steht das eventuell im Menü. Ah ja, hier ist nochmal alles Wichtige. Steht das zufällig dabei, was ich machen muss, um die zu aktivieren? Warrior Skill, Top Speed. Okay, das ist schön. Guck gerade, ob ich da... Ah, hier! Celebrate. Das Pokémon kann sich nochmal bewegen, nachdem es einen Gegner besiegt hat. Evoli hat einfach Wirbelwind als Fähigkeit. Gale Force Evoli. Let's go. Aber steht nicht dran, wann die sich aktiviert. Dazu kommen wir dann vielleicht später nochmal. Und Pummeluff kann gegnerische Pokémon einschläfern. Wer hätte es gedacht? Okay. So. Dann hauen wir dir nochmal auf die Nase. Ja. Kann man mal machen. Ich meine, dass Evoli natürlich ein bisschen OP ist, ist klar, weil wir haben... Ach guck mal, da ist Celebrate auch direkt. Weil, ne, wir haben halt nicht so viele Pokémon und dass unser eigenes dementsprechend halbwegs stark ist, ist jetzt wahrscheinlich auch nicht überraschend. So, und dich... Aber da sieht man schon, du hast nur 90%. Aber wahrscheinlich darf ich das Bidiza auch gar nicht besiegen, weil sich deine Fähigkeit gleich auch nochmal aktiviert oder so. Na, vielleicht auch nicht. Wenn wir uns alle denken können, was passiert, wenn Pummeluff singt. Nice. Unsere Stärke haben wir auch erfolgreich erhöht. Evoli und Pummeluff sehen beide ein bisschen stärker aus, nicht wahr? So. Kriegsherr oder Samurai und Pokémon sind miteinander verbunden. Und je mehr Zeit sie zusammen verbringen, desto stärker wird eben diese Verbindung, dieser Link. Und dadurch werden unsere Pokémon eben auch stärker. Ihr und Evoli, ihr müsst müde sein nach dem Kampf, Lady Svenja. Und Pummeluff sieht auch ziemlich fertig aus. Ich denke, wir sollten eine kleine Pause einlegen. So, ein Krieger kann... Das finde ich auch irgendwie interessant. Das klingt irgendwie vom Zeitfenster her extrem, dass du als Krieger nur einen Kampf oder einen Besuch pro Monat machen kannst. Es ist so, du hast einen Tag irgendwas gemacht, jetzt erstmal 29 Tage Pause machen. So, und wenn alle deine Krieger irgendwas gemacht haben, dann kann man mit Hilfe von dem Button, der dort angezeigt wird, zum nächsten Monat übergehen. Genau, wird auch direkt gesagt, alle haben irgendwas gemacht diesen Monat, sollen wir zum nächsten Monat übergehen. Joa.